So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Mein Test. So, jetzt erstmal das hier. Mittelspannung drauf Motoren. Ich guck mal ganz kurz, wir machen erstmal die LV-Sachen. So, das heißt, wir haben eine Schleifmaschine. Ich brauche noch einen Ofen. Und zwar ein MV-Ofen. Genau. Ach, ist ja einfach. Gut, dann habe ich mal die Grundsachen. Da kommen jetzt die MV-Sachen und dafür brauchen wir einen Transformatoren. Und da machen wir am besten gleich mal eins mehr. Können wir nämlich hier gleich die fünf, noch eine Batterie hinsetzen, ne? Das macht nämlich voll Sinn. Aber das Ding nämlich auch gleich mit fertig. Hier brauchen wir gleich 8 Stück von. Damit wir nämlich auch gleich die Upgrades mit drin haben. Kupfer und Zinn. Kupfer brauchen wir 16. Und Zinn brauchen wir 8. So. Brauchen wir echt alle Casings für. Lol. So, jetzt haben wir nämlich auch das Ding. Voilà. Haben wir schon mal die drei Grundsachen und aus denen müssen wir jetzt die jeweils hochwertigeren Sachen machen. Und da brauchen wir halt mindestens dreimal diesen Mittelspannungstransformator, wie der Ding heißt. Genau. Genau. So, für das Ding brauchen wir 6-mal Kupfer. Was? Ich darf gar kein Kupfer mehr haben. Was denn da los? Und 6-mal Fiber. So, Kohlenstoffbarren brauchen wir. Wie viel sind das? 5, also 15. Oh. Oh, wir haben 14. Nein. Schmiedeeisen, ne? Ja. Dann mache ich da gleich mal einen Sack von. Legio-Ofen. Ach so, halt, die, wir brauchen ja das. Danke, danke. Oh. Kann mal bitte wieder Tag werden? Genau. Ich mache jetzt nur 5. Das habe ich aber 6 reingemacht, ne? Aber machen wir da auch. Achso, halt.
So. Gut. Aha, danke für alles, was ich gebraucht habe. So, da. Und wir brauchen noch Kupfer. Da brauchen wir Spulen und Schmiedeeisen. Spulen. Haben wir nicht. So, wow. Einmal Silber, einmal Gold. Voll luxuriös. So, das alles. Ja, wie viel brauchen wir da jetzt? Oh, Scheiße. Wir brauchen 3 Stück davon. Also brauchen wir hiervon 6 Stück. Also brauchen wir hiervon insgesamt 24. Was? Achso, Schmiedeisen machen ist alles unten in der Ligierofen drin. Gut, die Sonne kommt auch langsam wieder hoch. Perfekt. So. Juh, dann haben wir jetzt auch die Dinger. Haben wir schon mal das nächste Item. Was brauchen wir jetzt noch? Jetzt brauchen wir noch MV-Kabel. Nein, ich mache jetzt nicht nochmal den MV-Witz. Das kommt wirklich noch in den MV. So, das Ding können wir schon mal bauen. Das Ding Edelstahlbarren. Okay, wir brauchen noch 8 Edelstahlbarren. Und Pipes haben wir auch. Gut, können wir jetzt eigentlich alles bauen. Jawohl, geil. Cool. So, die Batterie kommt nach hier. Oh, endet ja jetzt sogar. Jawohl. Wie, als wenn es extra dafür erschaffen worden wäre. So, 1, 2, 3, 4. Ha, ist doch geil. Gut, die brauchen wir nicht mehr. Die Sonne ist gerade am Aufgehen. So, geil. Aber schon mal die Dinger. Jetzt brauchen wir noch diese Crafting-Dinger. Und da wird jetzt ein Spaß. Diese Crafting-Dinger, Autocrafter. Autocraft. Wir brauchen eigentlich für jedes Item eins. Das heißt Diamant, Mese und die anderen 11. Oh, das war's eigentlich. Das heißt, wir brauchen davon 13 Stück. Und jetzt braucht einmal Mese. Ah, okay, wir kriegen immerhin schon mal 2. Einen haben wir schon. Das heißt, wir brauchen 13 Stück, 12 Stück. Wir brauchen das Ding also nur 6 Mal. Also brauchen wir nur 12 Mesekristalle. Das geht ja fast noch. Das geht ja fast noch. Nee, was ist das? Plastik oder Papier? Komm, Plastik. Okay. So. 12 Diamanten. Oh, wow. Warum haben wir so viele? Hat sie nicht da Armut gehabt? Ich dachte, da hatten wir kaum was. Oder hatten wir echt nur bei Diamanten so großen Mangel? Ich bin verwirrt. So, alles. Geil. Cool. Ja, dann haben wir jetzt alles. Die beide brauchen wir für die beide. Oh, haben wir jetzt alles. That's not bad. Gut, dann brauche ich erstmal wieder ein bisschen aufräumen hier. Bevor ich Gaga werde.
Okidoki. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Oh mein Gott, jetzt geht's aber ab hier. Holy shit, geht's ab hier. Holy shit. Mann, geht das ab. Ups, falsche Taste. So. Okay, zuerst brauchen wir direkt hier eine Sorting Tube. Hier kommt alles nach Schwarz. Außer einmal Mese und einmal Diamant. Die kommen dann später raussortiert. So, jetzt kommt die Frage. Eigentlich kann ich da direkt die Dinger ranmachen. Die hier. Hier kommt es natürlich auf die Optik drauf an. Wow, Factory. Ui. Die Frage ist, wie kommen die hier wieder raus? Och nö, ne? Da brauchen wir auch überall diese Dinger. Scheiße. Wir brauchen also doch noch ganz viele von diesen Stackwise-Item-Dings da oben dann. Oh Gott. Gut, die kosten jetzt nicht so viel, muss man sagen. Ich dachte, ich brauche für jedes noch so ein Case, aber brauchen die tatsächlich nicht. Na gut, den geht's ja fast noch. Okay. Ich dachte schon, die sind teurer. Ja, langsam wird unser Kunststoff hier knapp, ne? Müssen wir bald mal wieder Neues erstellen, ja? Erschaffen. So, wir brauchen das. Wir brauchen Schmiedeeisenbarren. Hey. Aber kommen noch welche. Müssen wir uns nochmal wieder in die Produktion checken. Warum ist hier oben eigentlich Eisen? Macht gar keinen Sinn. Warum ist hier oben eigentlich Kohle? Macht auch keinen Sinn. Ah, gibt es noch mehr, was keinen Sinn macht? Sieht nicht so aus. Ja. Gut, aber ich schmeiß gleich mal hier noch ein bisschen Eisen an. Das heißt, du kommst. Du kommst. Du kommst. Einmal in die Schleifmaschine. Ach, guck mal, hier haben wir sogar noch welches. So, kommst du wieder zurück. Zwei Stacks reichen. Ach, ist ein Extraktor. Verdammt. Ich dachte, wir haben zwei Schleifmaschinen. Haben wir gar nicht. Lol. Ja gut. Na, solange wie wir draußen mit Sonnenenergie fahren, schön nutzen. Siehst du, wir können eigentlich doch gleich gucken wegen so ein MV-Wassergenerator. Wir haben jetzt ein paar Wassergeneratoren. 80. Genau, 4 Stück. Brauchen wir wahrscheinlich auch wieder 5 Stück, ne? Ach nee, wir brauchen nur 3 Stück. Aber noch ein Mittelspannungstransformator. Wassermühle. Weil das würde halt zumindest helfen, dass wir auch nachts Strom generieren. Ist zwar denn nicht viel, weil es wäre halt nur einer. Reicht aber, damit die Maschinerie am Laufen bleibt, wenn sie auch langsamer läuft. Weil das ist das Schöne an diesem Mesekon oder an dieser Technics-Mod, ne, im echten, wenn du Gerät hast und weiß nicht, du hast ein Gerät, das braucht Strom und du hast davon 20 Geräte, die brauchen 20 mal so viel Strom, du hast aber nur einmal Strom. Es ist ganz stark vereinfacht. Elektriker, bitte mich nicht hassen. Dann funktionieren alle Geräte nicht. Weil Spannungsversorgung bricht zusammen, kein Strom mehr, keine Spannung mehr da und damit tot.
Hier ist es aber tatsächlich so, dass die Geräte trotzdem weiterlaufen. Das heißt, wenn du nur Zwanzigstel an Strom hast, dann laufen die Geräte trotzdem alle, sie sind nur ein Zwanzigstel so schnell. Und das ist halt ganz praktisch. Problem ist halt nur, dass wir halt nachts gar keinen Strom generieren, weil die Solarzellen wirklich gar keinen Strom liefern. Das ist ein bisschen blöd. Ich meine, eigentlich haben wir noch unser AKW, aber das liefert leider auch keinen Strom, obwohl hier dieser wunderschöne Wandler drin ist. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Hä? Jetzt funktioniert der? Warum funktioniert der jetzt so? Bei Input ist 10.000. Er nimmt aber nur 700. Oder wird gerade hier nicht mehr benötigt? Supply 10 Kilo EU. Lol, jetzt funktioniert das AKW. Okay, komm. Gar nicht überlegen. Das Ding macht mir Angst. Naja, bald kommt die Kernschmelze. Dann ist alles ruhig. So. Wo war ich jetzt gerade? Ich habe gar keine Ahnung mehr. Was sollten wir gerade machen? Leute, ich bin verwirrt. Für irgendwas braucht ihr ganz viel Eisen. Ich weiß nur nicht mehr für was. Oh, hier sind sogar noch Steine drin. Warum denn diese? Gut, wenn wir mal überlegen. Aus. Jetzt das ganze Ding einfach ausschalten. Fertig. Ist doch geil. Was wollten wir gerade machen? Ach genau, diese Stackwise-Injektoren. Die Dinger brauchen wir. Da brauchen wir ganz viel. Schmiedeeisenbarren, genau. Danke, reicht schon. So, wollen wir noch ein paar Mesekristalle? Alles. Gut, finden wir noch ein paar Stöcker. Wir brauchen 13 Stück. Aber ist ja mal zwei, also was soll's. So. Warum gibt es eigentlich keinen Sortierknopf? Es ist so eine Unordnung, Digga, das kriegt man niemals sortiert. Kannst du vergessen. Was war das gerade? Nein, komm. Halt. Nein. Please stop it. So, dann brauchen wir natürlich noch Mese, weil ja diese Dinger hier ein Taktsignal brauchen. Blinky Plant könnten wir nutzen. Ich arbeite aber lieber mit dem Delayer, weil die Dinger dann ein schnelleres Taktsignal erzeugen. Das heißt, wir brauchen ein Not Gate und ein Delayer haben wir aber gar nicht, sehe ich gerade. Ach, das geht ja. Das geht ja. Was? Hey, ich hab doch alles da. Steine habe ich, die Dinge. Ach, nee. Von den Weißen brauche ich zwei. Ich dachte, ich brauche hier von zwei. Hey, danke. So, jetzt aber. Danke. So. Da kann man nämlich hiermit wieder ein sehr schnelles Taktsignal erzeugen.
Ich weiß, ich könnte auch einfach unser vorhandenes Taktsignal verwenden, aber dann müsste ich mit dem Mese auch durch die Wand. Und da habe ich keinen Bock drauf. Reicht schon, dass hinten so ein Rohr lang geht. Da will ich ja nicht auch noch mit Mese lang. Wobei man das schon machen könnte. Mache ich hier einfach noch so einen Block weg und gehe mit dem noch weiter nach hinten. Könnte man eigentlich schon machen, ja. Aber nee. Ich erzeuge hier hinten lieber mein eigenes Taktsignal und dann passt es schon. Mache ich am besten gleich hier vorne hin. Dann kann man das auch immer gut einstellen. Schon. Geht das ab. So, wollen wir mal kurz gucken hier. Das heißt, wir brauchen. Brauchen hier ein, brauchen da ein und die beide brauchen Mäße. Mattenkäse. So, dann haben die beide schon mal Mäße und das geht dann da raus. Können wir natürlich mit so einem Ding arbeiten, wobei, nee, muss eigentlich gar nicht. Wobei, wenn ich hier runtergehe, dann schon. Achso, ja, muss ich ja manuell umdrehen. Hey, wer klaut nicht mein schönes Mäde? Ihr Schweine. Na gut, ist aber eigentlich egal. Selbst so funktioniert, wenn ich dann hier weitergehe, dann pendelt zwar vielleicht ein bisschen länger hier drin rum, aber es geht letztendlich trotzdem in die richtige Richtung. So, das heißt, haben wir hier dann schon mal Mäße und Diamanten. Muss ich hier natürlich noch alles einrichten, klar, aber das kommt dann, wenn es soweit ist. So, jetzt wird's spannend. Ja, MV brauche ich auch noch, ne? Also hier Mittelspannung. Das heißt, der Durchbruch hier in den Raum muss sowieso noch ein bisschen größer werden. Ist ja Kacke. Kann ich da wirklich hier großen Durchbruch machen? Dann mache ich hier. Einmal Mese lang. So. Dann brauche ich das Ding hier vorne doch nicht. Dann kommt hier unten nämlich noch ein Durchbruch. Nein, verdammt. Hier unten noch ein Durchbruch. Na, scheiße, mal dann. Wo ein MV-Kabel lang geht. Da geht hier quasi einmal alles lang. Mal gucken, wie ich das optisch am dümmsten mache. Ich brauch jetzt mal ein bisschen mehr Platz. Ungefähr so. So. Brauchen wir erstmal noch ein bisschen MV-Kabel. Da haben wir gar nicht mehr so viel, ne? Ah, 7 Stück. Scheiße. Müssen wir erstmal welches produzieren. Mein Inventar ist auch schon wieder schon voll. Alter, warum wird es immer so schnell voll? Scheiße, jemand dann. Die gibt's doch ja nicht. Weg, weg. Oh Mann, ey. Warum habt ihr jetzt hier gerade eine Fackel in der Hand? Achso. Und ich bin schon wieder hungrig. So, schon sieht es ein bisschen freundlicher aus. Du kannst auch noch da. Wie sieht es hier eigentlich aus?
Dort sieht alles gut aus. Nun haben wir wieder schön viel Eisen und ein bisschen Kohle drauf. Ist doch gar nicht mal so schlecht. So, Papier, Plastik möchte ich doch. Komm, nach da. Das kommt irgendwas mal nach da an. Ne, halt, das hier. Können wir erstmal nicht gebrauchen. So, immer mal gucken. Ja gut. Da brauchen wir auch noch wesentlich mehr von. Was brauchen wir denn da eigentlich? Ah, doch, das weiße Kabel. Das heißt, das müssen wir auch erstmal produzieren. Brauchen wir so viel Kabel eigentlich? Nee, ne? Ich nehme erstmal 20, sollte reichen. Aber hier brauchen wir eine ganze Menge. Rolatex und Kohlenstaub. Rolatex haben wir garantiert nicht mehr. Ne. Rubber Tree. Haben wir denn noch Rubber Tree? Sieht nicht gut aus. Verdammt. Unsere Vorräte gehen zu Ende. Halt. Ah, guck mal. Ah, ne. Das gerade schon. Haben wir sowas echt nicht mehr? Verfluchte Scheiße. Gut, dann müssen wir mal unsere Axt nehmen und mal einen Baum schlachten. Irgendwo müssen wir so einen Baum haben, oder? Ah, genau, da hinten haben wir welche. Wäre die immer so groß? Sapling. Wow. Ist doch cool, mal ein bisschen Baum parat zu haben. Wenn man mal welchen braucht, ist das nicht schlecht. So, das kann ja liegen bleiben, blöd interessieren kann. Tschüss. So, da haben wir zwei Stacks voll. Sehr geil. Und diverse Blätter. Ich glaube, die kann man auch als Brennholz nutzen, die Blätter, ne? Das sind ganz normale Blätter, glaube ich. So. Okay.
So, die Bäume müssen jetzt immer wieder in die Schleifmaschine, ne? Ja, genau. Kriegen wir nochmal zwei draus. Oh, sogar vier. Holy shit. Wow, ist ja richtig ergiebig. So, wie viel brauchen wir davon eigentlich? Eine ganze Menge, glaube. Wir müssen daraus erstmal Rohlatex machen. Das klappt nicht. Wie ging denn das nochmal? Ach, verdammt. Ach, Extracting. Das heißt. Halt, wo bist denn du? Hey, hallo? Oh, ich habe das hingepackt. Habe ich sie da rausgenommen oder was? Oh, ja, habe ich. Okay. Extraktor. Da. Nice. Gut, da warten wir mal, bis die Maschinen fertig sind und ich mache so langsam mal Folgenpause und dann gucken wir mal, sollte in der nächsten Folge etwas weiter sein. Bis dann.